ABAT. Ich bin Alina Schiffer und darf Sie im Namen der ABAT AG ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Wir senden aus unserem ABAT TV-Studio, das wir normalerweise für unsere Expertenwebinare auf unserem YouTube-Channel nutzen. Heute freuen wir uns, im Rahmen der Logimap Digital ein Webinar streamen zu dürfen. Bevor wir thematisch einsteigen, möchten wir die Möglichkeit nutzen, eine kleine Umfrage zu machen, und zwar: Was trinken Sie gerade? Dann, solange Sie antworten, schon mal zum Thema. Heute haben wir das Thema TM-EWM-Integration in SAP S/4HANA. Dafür hat mein Kollege Tobias Thiemann sein Expertenwissen mitgebracht. Und damit sage ich: Moin Tobias, erzähl doch kurz was über dich bitte. Ja. Moin Alina. Ja, mein Name ist Tobias. Ich bin jetzt seit 2 Jahren als TM-Berater bei der ABAT tätig, also hauptsächlich für das Transportation Management Lösung der SAP. Zuvor hatte ich bereits als Logistikplaner bei einem Anlagenbauer gearbeitet, weshalb ich mich auch vornehmlich mit den Integrationsthemen bei ABAT zwischen der Lager und dem Transportmanagement beschäftige. Zudem bin ich aktuell auch bereits in Kundenprojekten tätig, in denen eine TM-EWM-Integration implementiert wird, weshalb ich sehr hoffe, dass ich Ihnen in dem folgenden Webinar auch einige spannende Einblicke in diesem Thema dann geben kann. Vielen Dank, Tobias. Ich habe gerade schon mal die Umfrage angeschaut. Es wird sehr viel Wasser getrunken, sehr gut, alle hydriert, viel Kaffee und Tee. Damit ist die Hälfte auf jeden Fall schon wach, die andere wird es gerade. Dann können wir jetzt nämlich auch starten. Dann noch eine kleine Info. Wir werden am Ende Zeit für Ihre Fragen haben. Diese können Sie schon während des ganzen Vortrags gerne posten. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Präsentation und übergebe wieder an Tobias. Alles klar. Ja, vielen Dank, Alina. Dann würde ich jetzt mit meinem Webinar beginnen. Und zwar haben wir ja das Thema für heute auf der Logimap Digital: Wer profitiert vom erweiterten Warenannahme- und Versandprozess? Das Ganze im Kontext der TM-EWM-Integration in SAP S/4HANA. Genau. Wir hätten hier einmal die Agenda. Und zwar würden wir mit einer Firmenvorstellung starten, wo ich einmal vorstelle, wer überhaupt die ABAT AG ist. Dann geht es um die Notwendigkeit einer TM-EWM-Integration. Warum ist das eigentlich sinnvoll? Ganz allgemein gesprochen aus dem Kontext der Transport- und Lagerlogistik. Dann geht es ein bisschen spezifischer in den erweiterten Warenannahme- und Versandprozess. Was hat sich dadurch denn schon bei der TM-EWM-Integration verbessert? Es gab ja schon mal Methoden, wie man die beiden Systeme miteinander integrieren konnte. Dann einen wichtigen Punkt, den ich Ihnen heute präsentieren möchte, und zwar die Einflussfaktoren auf die TM-EWM-Integration. Welche Faktoren müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie sich dem Thema nähern wollen, wenn Sie eine TM-EWM-Integration anstreben? Was gibt es da für systemseitige und prozessseitige Faktoren, die man zu beachten hat, damit man die richtige Integrationsform auch findet? Und das Ganze mündet dann auch in einer Entscheidungshilfe, die ich am Ende nochmal vorstellen möchte. Also, unter welchen Bedingungen können Sie aktuell welche Integrationsformen denn überhaupt nutzen? Genau, dann starten wir mit einer kleinen Vorstellung über ABAT. Ja, wie man hier auf dem Bild sieht, das Who, What, How und Where. Man sieht hier links einen Hahn, eine Katze, einen Hund und einen Esel. Bedeutet jetzt nicht, dass wir unseren Kunden Märchen erzählen, sondern dass unsere Firmenzentrale in Bremen ist. Da haben wir unseren Hauptstandort. Wir sind ein SAP-Beratungshaus. Unsere Vorstände haben sich damals aus einer ehemaligen IT-Tochter eines Automobilherstellers gegründet. Deswegen haben wir einen großen Schwerpunkt auch in der Automotive-Sparte. Aktuell sind wir mit 700 Mitarbeitern weltweit vertreten. Die Schwerpunkte liegen nicht nur in der Automotive, wo wir unsere Wurzeln haben, sondern auch in der diskreten Fertigung oder ganz stark in der Logistik, im TM-EWM-Umfeld beispielsweise. Dort sind unsere Kunden auch hauptsächlich außerhalb der Automobilbranche, also konnten wir uns da ein bisschen emanzipieren aus unseren Wurzeln. Wie man auch erkennt, haben wir einige Auszeichnungen gewonnen. Beratungshäuser haben ja üblicherweise immer recht gute Bewertungen, was die Arbeitnehmerzufriedenheit angeht, aber wir als ABAT AG stechen da nochmal mit einigen Auszeichnungen, was beispielsweise Topjob oder New Work Arbeitgeber, wie man hier erkennt, sieht, stechen wir noch ein bisschen heraus. Dann haben wir die Karte mit unseren Standorten deutschlandweit.
wie schon erwähnt, in Bremen ist unser Hauptsitz. In Oldenburg haben wir noch eine kleine Zweigstelle. In Wolfsburg noch eine mit einer Nähe zum Automobilhersteller, sowie in Walldorf, wo wir dann die Nähe zur SAP haben, sowie in St. Ingbert, wo hauptsächlich Entwickler sitzen, einer Tochterfirma von uns, und eine neue Zweigstelle unten ganz im Süden in München. Genau, außerdem bieten wir auch noch Nearshoring für die unterschiedlichen Zeitzonen an, zum einen in Belarus und in Mexiko. Und wir haben auch noch Töchterfirmen in Amerika vertreten. Genau. Aktuell, wie schon gesagt, haben wir mehr als 700 Mitarbeiter. Wir haben im letzten Jahr trotz Corona unseren Umsatz gesteigert auf über 70 Millionen Euro. Und wie man auch bei einem Mitarbeiterwachstum sieht, wachsen wir aktuell jährlich um ca. 10% an neuen Mitarbeitern. Genau, in Bezug auf das heutige Thema, was sich im Logistikumfeld ja abspielt, haben wir auch noch eine starke Branchenkompetenz in der Logistik. Hier sind einige Punkte, die wir schon mal in den verschiedenen Modulen umgesetzt haben, sei es in der Lagerverwaltung, eine integrierte Materialflusssteuerung, Anbindung von Automatiklegern oder in dem Punkt Transportlogistik, wo wir im SAP TM ganz stark vertreten sind. Dort haben wir von der Disposition über die Ausschreibung bis zur Frachtkostenabrechnung, aber auch schon Erfahrungen mit mobilen Lösungen gesammelt und auch mit Kunden erfolgreich live gesetzt, sowie eine begleitende Prozesstransparenz, was im EM, BW und BI-Umfeld verortet ist. So viel dann zu uns, womit wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, die TM-EWM-Integration. Ja, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass man eine integrative Transportdisposition zwischen den beiden Modulen der SAP, SAP EWM und SAP TM anstreben möchte. Auf dem linken Bild sieht man stellvertretend Lageraktivitäten im External Warehouse Management und auf der rechten Seite die Transportplanung in TM. Ja, grundsätzlich kann man ja sagen, dass das Ergebnis von Lageraktivitäten, also entlang des Flusses, Einlagerung, Kommissionierung, Verpackung, Verladung von den tatsächlichen Versandeinheiten dann, irgendwann diese Versandeinheiten auch mal transportiert werden müssen. Und deswegen ist die naheliegendste Annahme, die man trifft, dass man dafür doch das TM nutzen kann, also die Transportplanung in TM dafür nutzen. Es ist aber nicht immer so in der TM-EWM-Integration, dass auch tatsächlich das TM die Dispositionshoheit hat, also wirklich bestimmt, auf welchem LKW oder Ladungsträger jetzt eigentlich die Versandeinheiten landen, sondern es kann es auch Konstellationen geben, wo das EWM vielleicht sogar die Dispositionshoheit hat. Und da wollen wir im Laufe der Präsentation auch nochmal darauf eingehen, wann, in welchen Konstellationen, in welchem Zusammenspiel zwischen den beiden Lösungen mal das EWM oder mal auch das TM die Dispositionshoheit übernimmt. Genau, also die Herausforderungen der Transportdisposition sind eigentlich immer gegeben, sobald man Versandeinheiten transportieren möchte. Man hat immer diesen Dreiklang, den man untereinander berücksichtigen muss, wie die Transportmittelwahl, wo die Quelle-Senke-Relation ganz klar die Entscheidung beeinflusst, welches Transportmittel man für seinen Transport einsetzen möchte. Das können Restriktionen durch das Verkehrsmittel sein, in der Infrastruktur, beispielsweise Staus im Straßengüterverkehr, die man berücksichtigen muss, oder festgelegte Fahrzeiten, wenn man im Bahnverkehr auf Trassen unterwegs ist. Das sind alles große Kriterien, die zu berücksichtigen gilt. Und insbesondere natürlich dann die Beschaffenheit der Ladung, die für das Transportmittel vorgesehen ist. Also was für eine Ladungsmenge ist vorhanden? Wie sieht die Ladungsgröße im Speziellen aus? Beispielsweise kann Langgut schon bestimmte Transportmittel von vornherein ausschließen. Deswegen TM dann ganz besonders Informationen benötigt, wenn man so eine Transportmittelwahl dafür durchführen möchte. Bei der Tourenplanung ist es so, dass dort die Reihenfolge bestimmt wird, welches Transportmittel in welcher Reihenfolge die einzelnen Stationen einer Transportkette abfährt. Dann gibt es ja auch noch die dynamische Tourenplanung, wo laufend immer wieder neue Bedarfe hinzukommen und laufend dann vielleicht die Tourenreihenfolge angepasst werden muss.
Das sind Kriterien, die zu berücksichtigen sind. Auch Abhol- und Zustellfenster müssen organisiert werden. Also das Ziel muss dann bei immer sein, bei dieser Tourenplanung, dass die Anzahl und die Einsatzzeit dieser Transportmittel dann minimal ist. Und dafür benötigt dann das Lager in diesem Fall die Information, also das EWM, dass wenn ein Dienstleister die Tourenplanung übernimmt, müssen ja möglicherweise auch Beladereihenfolgen beachtet werden. So kann man sagen, dass hier das Lager Informationen benötigt, wie diese Tourenplanung aussieht, damit eine Beladereihenfolge beispielsweise berücksichtigt werden kann. Die Stauraumoptimierung, die steht eigentlich in starker Wechselbeziehung zu den beiden anderen genannten Punkten. Sie kann nämlich in der Regel erst durchgeführt werden, wenn das einzusetzende Transportmittel feststeht. Die ist anders zu berücksichtigen, wenn die Ist-Verladung anders ausfällt als eine Planverladung. Beispielsweise, wenn ein Ladeplan für die Stauraumoptimierung auf Basis von Plan-HUs gemacht wurde und später im Lager sich herausstellt, dass die Packstücke ganz anders verpackt wurden, dann war eine Stauraumoptimierung vorher vielleicht hinfällig, weil die prognostizierten Packstücke gar nicht dem entsprachen, was das Lager später wirklich verpackt hat. Also auch hier ist es wieder ganz wichtig, das Lager braucht die richtigen Informationen, um eine adäquate Stauraumoptimierung durchführen zu können. Und grundsätzlich lässt sich einfach sagen, je besser die Datengrundlage für diese drei Herausforderungen ist, desto besser lassen sich auch die Herausforderungen der Transportdisposition meistern. Hier sieht man einmal die Supply Chain, die wir zwischen der TM-EWM-Integration durchführen können. Das geht vom Auftragsmanagement über vom S4-Core ins TM, wo dann Transportbedarfe integriert werden können, über die Transportplanung, wo dann die tatsächliche Zuordnung stattfindet zu den Bedarfen, zu einem Ladungsträger. Dann die Lagerverwaltung, wo die schon angesprochenen Tätigkeiten und Lageraktivitäten stattfinden, bis zur Transportdurchführung, wo wir dann monitoren und Event tracken können und zur Frachtabrechnung. Ja, und wie beeinflusst dann jetzt eine TM-Integration diese Punkte? Und zwar hinsichtlich der Ressourcen- und Dienstleisterauswahl. Wir können dann eine eindeutige Referenznummer zur Kommunikation mit Dienstleistern verwenden, wie den Frachtauftrag im TM, der dann in beiden Systemen, also TM und EWM, genutzt werden kann. Wir können die Herausforderungen der Transportdisposition, die ich in der vorangegangenen Folie gezeigt hatte, deutlich besser berücksichtigen. Für die manuelle und automatische Planung können Trigger genutzt werden aus dem Lager. Wenn beispielsweise ein bestimmter Meldepunkt aus dem Lager gemeldet wird, kann die automatische Planung starten, weil dann der Zeitpunkt erreicht ist, wo der bestmögliche Zeitpunkt wäre, die Planung durchzuführen. Event-Tracking, wie schon gesagt, können Meldepunkte aus dem Lager, Beginn der Kommissionierung, Beginn der Verladung, Abschluss der Verladung oder auch Warenausgang können dann in ein Objekt, zentralen Objekt, dem Frachtauftrag in TM gemeldet werden. Das Kostenmanagement profitiert auch davon hinsichtlich einer Lagerleistungsermittlung, wo Lagerleistungen auch nicht nur getrackt, sondern auch monetär bewertet werden können, bis hin zur Frachtabrechnung zum Schluss, wo wir dann diese Lagerleistung auch abrechnen können und dann das Ganze in Form von Faktura oder Gutschriftsverfahren mit einem Dienstleister dann abrechnen können. Das sind alles so Features, die dadurch verbessert werden, wenn wir diese TM-EWM-Integration entlang der ganzen Kette anstreben. Dann haben wir einmal einen beispielhaften Belegfluss in einer TM-EWM-Integration aufgeführt, wo wir jetzt mal ein bisschen mehr in die, ich sag mal, SAP-Begriffe auch reingehen entlang dieser Belege. Das Ganze kann mit mehreren Kundenaufträgen starten. Hier in dem Beispiel haben wir zwei Kundenaufträge, aus denen dann N Frachteinheiten werden. In dem oberen Beispiel sieht man, dass eine Frachteinheit aus einem Kundenauftrag entsteht und aus dem unteren Beispiel entstehen zwei Frachteinheiten, weil die Frachteinheit ist die kleinstmögliche Einheit, die in einem Transportabschnitt, also zwischen Quelle und Senke, nicht getrennt werden darf. Somit kann eine Frachteinheit einen ganzen Kundenauftrag entsprechen, wenn da das Lieferdatum identisch ist und vielleicht auch nur ein Paket gesendet wird. Oder es kann aber auch einen ganzen Lagerungsträger wie eine Wechselbrücke darstellen, wenn der Kundenauftrag so groß ist, dass es sich lohnt, schon einen ganzen Ladungsträger damit auszulasten. Diese Frachteinheiten müssen mit einer Auslieferung verknüpft werden, was im ERP, also im S4-Core, S4HANA-Core oder im ECC noch den Beleg darstellt, der für die Reduzierung einer Bestandsmenge und für den Versand von Waren benötigt wird. Da
Dann mündet das Ganze in Frachtaufträgen, was ebenfalls ein TM-Objekt ist. Da der Frachtauftrag dann den Plan für die logistische Abwicklung enthält, beispielsweise wann und welches Fahrzeug mit welchen Frachteinheiten beladen werden soll, was die geplanten Abfahrtszeiten eines Fahrzeugs sind und auch die Sammelstelle der Ausführungsdaten und Events ist, die ich eben schon einmal vorgestellt habe, was aus dem Lager beispielsweise zurückgemeldet werden kann oder auch von Transportdienstleistern. Dann gehen wir ins EWM über, wo es Wellen geben kann. Dort werden dann Auslieferungsaufträge gruppiert mit Lageranforderungspositionen, wo dann Lageraktivitäten gezielt gesteuert werden können für bestimmte Zeitpunkte, wo dann auch wieder N-Lageraufträge daraus entstehen können. Das sind dann ausführbare Arbeitspakete für Lagermitarbeiter, wo dann das Ziel ist, dass HUs entstehen, also Versandeinheiten. Das sind dann physische Einheiten mit Packmitteln und enthaltenen Produkten, die dann auch eindeutig scannbar sind und identifizierbar sind. Die werden dann wiederum in eine Transporteinheit geladen. Das ist dann wiederum die kleinstbeladene Einheit im EWM, die zum Transportieren von Waren verwendet werden kann. Also es kann auch nur ein Anhänger sein oder ein Ladeabteil in einem Anhänger. Bis wir dann zum Schluss ganz am Ende der Kette zu einem Ausliefernachweis kommen, was dann diverse Dokumente darstellen kann, wie eine Packliste, eine Ladeliste oder auch ein CMR. Und hier erkennt man, dass diese großen hellblauen Objekte, das sind Konsolidierungsobjekte, wo vorherige Belege zusammen und Objekte zusammengefasst werden. Und diese Objekte sind wirklich kundenindividuell und prozessindividuell zu betrachten. Und auch insbesondere, wo wir auch später drauf kommen, in der TM-EWM-Integration in den unterschiedlichen Formen, tauchen diese Objekte auch an unterschiedlichen Stellen auf. Genau, die Gegenüberstellung der grundsätzlichen Integrationsform. Wir haben jetzt immer davon geredet, dass es schon mal was gab, und zwar die Integrationsform basierend auf EWM-Transporteinheiten. Die gibt es schon etwas länger im Zusammenspiel zwischen TM und EWM. Dort wurde der Frachtauftrag noch aus dem TM an das EWM repliziert. Das Ganze erfolgte dann auch noch über Loading Appointments. Das sind XML-Nachrichten, die über den Webservice zwischen beiden Systemen ausgetauscht werden. Auch, das ist ganz besonders hervorzuheben, auch wenn beide Systeme embedded installiert sind, also auf dem gleichen Stack operieren, dann werden trotzdem noch über XML-Nachrichten, über Webservice dann Nachrichten ausgetauscht, damit der Frachtauftrag in Form einer Transporteinheit repliziert wird. Bei der Integration über diesen neuen erweiterten Warenannahme- und Versandprozess arbeiten wir mit einer Relevanzsetzung des erweiterten Warenannahme- und Versandprozesses im Frachtauftrag. Dort wird dann eine Quelle- oder Ziellokation damit aktiviert. Und sobald diese Lokation in einem Frachtauftrag vorhanden ist, weiß das System, dass die Integration über diese neue Form stattfindet. Sprich, es gibt einen direkten Austausch mit dem Frachtauftrag, mit den Lageraufgaben und den Handling-Units im EWM, und wir müssen kein Objekt mehr zwischenschalten, was als Integrationsobjekt gilt. Das ist erstmal eine grobe Zusammenfassung. Wir werden in den nächsten Folien dann nochmal weitere Vorteile aufführen. Genau, hier habe ich die Vorteile denn auch unterteilt in prozessuale und systemseitige Vorteile. Zum einen sind mit der neuen Variante endlich auch die Kombinationsmöglichkeit von An- und Auslieferung in einem Frachtbeleg möglich. Also B- und Entladeaktivitäten können dann in einem Frachtauftrag zusammen betrachtet werden über verschiedene Stops. Es können jetzt auch EWM-geführte und nicht EWM-geführte Lokationen in einem Frachtbeleg angefahren werden. Das geht ein bisschen einher mit dem Punkt, den ich eben schon genannt hatte, dass dann vielleicht nur eine Lokation diese Aktivierung bekommen hat für den Warenannahme- und Versandprozess, und eine weitere Lokation entlang der Stops ist dann nicht EWM geführt, sondern vielleicht ganz normal bestandsgeführt über IM. Und ein ganz, ganz wichtigen Punkt, der jetzt mit der neuen Methode möglich ist, ist die frühzeitige Updates von HU-Informationen aus dem EWM an das TM. Also dass frühzeitig schon Ist-Packstückdaten an den Frachtbeleg ins TM übermittelt werden können. Systemseitige Vorteile sind zum einen, dass jetzt auch neue Apps genutzt werden können, wie die App Frachtaufträge laden und entladen, wo dann verschiedene Aktivitäten auch zentral aus dem TM gesteuert werden können, was die Stoppreihenfolge angeht. Dann der Wegfall des XML-Austauschs über Webservices. Das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt, der jetzt wegfällt.
und die Überwindung von den eben schon angesprochenen redundanten Objekten wie der Transporteinheit. Hier sieht man einmal das Beispiel dieser App, Frachtaufträge laden oder entladen. Dort können dann, wie man erkennt, Frachtaufträge selektiert werden, für die man dann verschiedene Aktionen durchführt, beispielsweise Torzuordnung, Lagerbearbeitungsstatus kann man dann aus der App heraus schon setzen. Man erkennt, welcher Stopp welchem Lager zugeordnet ist, wie man das an der Stelle hier sieht. Man erkennt auch, ob dieser Stopp ein An- oder Auslieferung ist, wie viele Packstücke in diesem Stopp verladen werden müssen, wie der Status jetzt entlang der logistischen Abwicklungskette ist. Und ganz wichtig zum Schluss, kann auch hieraus eine Warenbewegung gebucht werden. Das ist insbesondere interessant, wenn mehrere Stopps vertreten sind, wenn beispielsweise der zweite Stopp nicht übers EWM geht, wo man dann auch zentral an der Stelle dann den Warenausgang buchen kann und dann nicht wieder verschiedene Apps oder Transaktionen benutzen muss, um diese ganze Kette dann durchzuprozessieren. Dann war noch ein wichtiger Punkt der Wegfall der XML-Nachrichten. Hier sieht man einmal ein Screen, wo man die Übersicht sieht, was so für Nachrichten zwischen zwei, auch angenommen oder wohlgemerkt, zwei Embedded-Systeme ausgetauscht werden. Einmal die Appointment Notifications und die Appointment Requests, also die Nachrichten vom TM ans EWM und von EWM zurück ans TM, wo dann Status beispielsweise zurückgemeldet werden. Und hier sieht man, dass das Ganze gemonitort werden muss, dass ein ständiger Austausch erfolgt, wo Verarbeitungsstatus auch angegeben werden. Also das impliziert auch die Aussage, dass Nachrichten auch fehlschlagen können bei der Verarbeitung, wo dann wirklich auch zusätzlicher Aufwand entstehen kann bei diesem ganzen Monitoring. Und wenn man sich dann wirklich mal so eine XML-Nachricht ansieht, sieht man, dass die von der Struktur sehr starr ist. Also es gibt vielleicht zwar eine Handvoll Bodies, die dann eingesetzt werden können, um die Eingangs- und Ausgangswerte vielleicht noch zu bearbeiten. Aber man kann jetzt im Standard nicht die Struktur dieser Nachricht anpassen, um zusätzliche Felder jetzt noch hinzuzufügen, die in der Integration ausgetauscht werden soll. Da sonst ein Mapping noch zusätzlich erfolgen muss, wenn man das Ganze umsetzen will, zwischen Feldern in TM und EWM. Also wie man sieht, ist da noch ein zusätzlicher Aufwand in dieser alten Integrationsform mit diesen XML-Nachrichten, die jetzt wegfallen, wenn man auf die neue Integrationsform umsteigt. Auch wie schon angesprochen, der Wegfall oder die Überwindung redundanter Objekte wie die Transporteinheit. Hier habe ich wieder eine Kette aufgeführt, wo man jetzt an der rechten Stelle sieht, bei den hellblauen Objekten, die EWM-Objekte oder Aktionen darstellen, dass die Transporteinheit, die aus dem Frachtauftrag, die dunkelblauen Objekte stellen TM-Belege dar, dass die Transporteinheit eigentlich parallel zu den EWM-Auslieferungen läuft und hier an der Stelle zusammengeführt werden muss. Und in der neuen Integrationsform fällt dann diese Transporteinheit weg und die Frachtauftrag wird dann, ich sag mal, direkt in den EWM-Auslieferungsauftrag reingeschrieben, sodass eine direkte Verknüpfung dann stattfindet und wie schon die Überschrift auch sagt, dann redundante Objekte wegfallen. Genau, dann kommen wir jetzt zu den Einflussfaktoren einer TM-EWM-Integration, also welche system- oder prozessseitige Faktoren Sie wirklich dann auch berücksichtigen müssen, wenn Sie eine TM-EWM-Integration anstreben. Da gibt es, wie schon angesprochen, die Betriebsform, also ob Ihre Systeme gehostet oder bereitgestellt sind. Die Betriebsform kann unterschieden werden in On-Premise oder in eine Cloud-Form. Die Bereitstellungsvariante kann sich unterscheiden in Embedded und Side-by-Side. Also Embedded heißt, es ist auf dem gleichen System installiert und Side-by-Side heißt, dass es mehrere Systeme vorhanden sind, die dann miteinander kommunizieren müssen. Das sind beides so Fragen, insbesondere die Betriebsform und die Bereitstellungsvariante, die werden auf deutlich höherer Ebene getroffen, bevor man sich diesem Thema TM-EWM-Integration häufig widmet, weil es kann schon sein, dass ein EWM-System im Side-by-Side schon deutlich länger vorhanden ist und man überlegt sich im Zuge einer S4HANA Greenfield-Projekt, dass man jetzt ein neues S4HANA-System aufsetzen möchte, dann muss man wahrscheinlich das neue TM-System mit dem alten EWM-System verbinden,
womit dann diese Entscheidungen vielleicht schon an einer viel früheren Stelle getroffen werden. Dann gibt es noch die Kommunikationsart, also ob die beiden Systeme direkt miteinander kommunizieren oder ob noch ein altes ECC dazwischen geschaltet ist. Die Lizenzen sind noch wichtig, mit welchen Lizenzen man in beiden Systemen operiert, ob man die Basic- oder Advanced-Lizenz verwendet. Dann die Ausgangsbelege als prozessseitiger Faktor. Womit startet man seinen Transportprozess? Mit einem auftragsbasierten Beleg, beispielsweise einen Kundenauftrag oder eine Bestellung, mit dem man dann ins TM übergeht. Oder operiert man lieferbasiert, also Anlieferung oder Auslieferung. Und auch ganz wichtig, wo wir gleich noch drauf kommen werden, wann findet eigentlich die Transportplanung für einen Prozess statt? Findet er vor den Lageraktivitäten statt, nach den Lageraktivitäten? Oder funktioniert das Ganze für bestimmte Prozesse auch ausführungsgesteuert dann in der EWM-Abwicklung? Genau, nochmal zu den Betriebs- und Bereitstellungsformen habe ich hier noch eine Folie mitgebracht, wo man erkennt, wie sich die Szenarien nochmal unterscheiden. Also bei dem Side-by-Side-Szenario können ein S/4HANA-Core oder ein altes SAP-ECC-System eingesetzt werden, welches dann entweder mit einem S/4HANA-TM-System operieren oder einem Side-by-Side-SAP-TM-System. Wobei da anzumerken ist, dass das Side-by-Side-SAP-TM-System, dieses System hier unten, dass es dafür keine Roadmap mehr gibt, also die SAP unterstützt diese Systemvariante nicht mehr mit neuen Funktionen und Features, sondern setzt voll und ganz auf die integrierte S/4HANA-TM-Lösung im S/4HANA. Da ist auch anzumerken, wenn man jetzt beim Embedded sich das Ganze anschaut, dass man automatisch, sobald man ein S/4HANA betreibt, eine Basic Shipping Lizenz vom TM enthält, wo man auch schon einige Funktionen mit an Bord hat. Genau, beim Embedded sieht man dann, dass dann das TM dann im S/4HANA Core mit enthalten ist. Und es gibt noch die Side-by-Side-Szenario-Variante, wo man mit Cloud-Version operiert, wobei da auch wieder anzumerken ist, dass die SAP S/4HANA TM Cloud-Version eine Public-Cloud-Version ist, wo es ebenfalls auch wieder eine andere Roadmap gibt. Also der Funktionsumfang und die Release-Abfolge und die Release ja, die Release-Folge, wie häufig ein Release veröffentlicht wird, ist für die Cloud-Version anders als für die, die on-premise oder ja, in den Embedded-Funktionsumfang enthalten sind. Zum Lizenzen nochmal ganz kurz, möchte ich nochmal beispielhaft zeigen, dass man das ganze Thema auch berücksichtigen muss. Da beispielsweise, wenn man nur diese Basic-Shipping-Lizenz hat, die ja, wie ich eben schon gesagt habe, automatisch enthalten ist, sobald man eine S/4HANA-Lizenz besitzt, dass dann die Integration über den erweiterten Warenannahme- und Versandprozess nur für eine Embedded-Bereitstellungsvariante ausreicht. Bei der Advanced-Lizenz wiederum, die ist zwingend notwendig, hier unten, wenn man sich entscheidet, dass man noch auf die alte Variante setzt mit den EWM-Transporteinheiten, dann nur die Advanced-Variante diese Integrationsform überhaupt unterstützt. Genau, und das Ganze, wie gesagt, ist nur beispielhaft. Das Ganze kommt nochmal auf der anderen Seite im EWM auch dazu, was man berücksichtigen muss. Es zeigt aber nochmal, wie viele Faktoren man eigentlich berücksichtigen muss, wenn man sich dann für die Integrationsform entscheiden möchte. Dann kommen wir noch einmal zu den Ursprungsbelegen. Das hatte ich ja auch schon mal aufgeführt, dass das noch ein Einflussfaktor sein kann. Also hier zeigt man einmal einen sehr vereinfachten, dokumentengesteuerten Prozessablauf mit den dunkelblauen Kästchen, wo wir eine Transportanforderung haben, die entweder ein Kundenauftrag sein kann oder Bestellung, eine An- oder Auslieferung oder ein Speditionsauftrag, der auch aus einem Speditionsangebot entstehen kann. Das ist unabhängig davon, ob Sie als unser Kunde ein Verlader sind oder ein Logistikdienstleister. Eines dieser Transportanforderungen müssen Sie zwingend benutzen, damit der Prozess im TM starten kann. Als Verlader sind es in der Regel Verkaufsobjekte wie der Kundenauftrag oder Umlagerungsbestellungen, wenn man Intercompany unterwegs ist. Und wenn man jetzt unterscheidet in der auftragsbasierten Integration, dann integriert man ins TM einen Kundenauftrag oder eine Bestellung. Daraus werden dann Frachteinheiten, die dann wiederum in Frachtaufträge verplant werden können. Wenn man aber dann das Ganze im Kontext der TM-EWM-Integration setzt, muss man noch eine Auslieferung auch erstellen, damit auch die Bestände reduziert werden können und die Belege
ausgebucht werden können, was den Warenausgang betrifft, weshalb aus der Auslieferung dann ein EWM-Auslieferungsauftrag entsteht. Wie schon gesagt, TM kann auch mit Planwerten planen. Also wir können auch schon in den Kundenauftrag reingehen, ohne dass es eine Auslieferung gibt und schon mal verplanen. Aber sobald wir ins EWM rübergehen und dann die Lageraktivitäten triggern wollen, müssen wir zwingend die Auslieferung im SV Core oder im ECC erstellen, um dann den Prozess im EWM zu starten. Ja, bei der lieferbasierten Integration kann die Auslieferung auch noch im S/4HANA Core erstellt werden und dann ins TM integriert werden. Das spricht dafür, wenn man vielleicht umfangreiche Liefersplit-Regeln vielleicht bei Ihnen schon im Einsatz sind, die man dann nicht nochmal im TM sozusagen nachstellen möchte, sondern die man gerne schon berücksichtigen möchte, dass die Kundenaufträge anhand der Liefersplit-Regeln auf verschiedene Auslieferungen schon gesplittet werden. Man sieht aber dann auch hier wieder, auch aus der Auslieferung, die dann das zentrale Integrationsobjekt ist, sowohl für TM als auch für EWM, wird dann auf der EWM-Seite wieder ein EWM-Auslieferungsauftrag. Und das verdeutlicht dann nochmal, dass TM da vielleicht ein bisschen flexibler ist, was die Integration angeht, und EWM immer auf Auslieferungen oder Anlieferungsbelege angewiesen ist, weil, wie schon angesprochen, Bestände ja reduziert werden müssen und EWM dann wirklich mit diesen tatsächlichen Belegen auch arbeiten muss. Dann kommen wir nochmal zu den Transportplanungszeitpunkten. Da hatte ich ja unterschieden zwischen Nachlageaktivitäten, Vorlageaktivitäten und ausführungsgesteuert. Hier mal ein Beispiel, wie so eine Transportplanung aussehen kann, die nach den Lageraktivitäten stattfindet. Dort würde nämlich dann die Dispositionshoheit optimalerweise im TM liegen. Das kann beispielsweise dann so ein Cross-Docking-Prozess sein. Nehmen wir mal an, Ihr Lieferant liefert mehrfach bereits kommissionierte Packstücke an Sie an und avisiert diese auch. Also Sie bekommen von den Lieferanten schon die Packstückinformationen zugesendet. Beispielsweise Montag, Dienstag, Mittwoch liefert der Lieferant jeweils an. Und am Mittwochnachmittag soll dann die tatsächliche Verladung zum Endkunden erfolgen. Dann haben Sie im TM ja schon die Möglichkeit, eine Transportplanung anhand von den Ist-Packstückdaten, also den versandbereiten Packstücken, die der Lieferant ja schon avisiert hat, vorzunehmen. Dann arbeitet der TM mit viel genaueren Daten, also nicht mit prognostizierten Daten oder vielleicht auch nur mit Gewichten oder Volumen aus den Artikelstammdaten, sondern mit den tatsächlichen Packstückdaten und kann so auch einen Ladeplan erstellen, der dann auch als Vorgabe genutzt werden kann in der TM-EWM-Integration für die Lagerintegration. Sprich, der Ladeplan wird dann ans EWM gesendet und das wäre dann eine Verladevorgabe, die das EWM dann nutzen kann, um zu entscheiden, wo dann welches Packstück, welches von dem Lieferanten avisiert wurde, auf welchen LKW landet und wie vielleicht auch zu stapeln hat. Das ist so der optimale Prozess, wenn man die Daten, die nach Lageraktivitäten zur Verfügung stehen, schon komplett nutzen kann. Bei der ausführungsgesteuerten Planung liegt die Dispositionshoheit in der Regel oder üblicherweise im Lager dann. Da wäre ein ganz klassisches Beispiel die CAP-Verladung, wie man hier auch auf dem Bild erkennen kann. Dort ist von vornherein schon vorgegeben, dass nur Packstücke verladen werden. Beispielsweise haben Sie mit Ihrem CAP-Dienstleister vereinbart, dass täglich 3 Wechselbrücken bei Ihnen abgestellt werden, die dann mit einem Zwischenstopp mit dem Hub des oder mit dem Paketzentrum des CAP-Dienstleisters der angefahren wird. Und da, wie schon gesagt, ist vorher schon eingegrenzt, dass Packstücke nur verwendet werden. Und da wird der Ladeplan dann eigentlich ad hoc im Lager erstellt, weil das Ziel ist für alle 3 Wechselbrücken das Paketzentrum des CAP-Dienstleisters, weswegen es erstmal egal ist, auf welche der 3 Wechselbrücken die Packstücke landen, womit dann entweder bei einer automatischen oder auch manuellen Verladung dieser Packstücke dann der Ladeplan, ich sag mal Ladeplan Anführungszeichen, zwischen im EWM erstellt wird, ad hoc bei der Verladung und TM eigentlich dann gar keine exakte Transportdisposition mehr durchführen muss, weil wie gesagt, die Zuordnung erfolgt dann ja ausführungsgesteuert im Lager. Und die Rückübermittlung von Events oder von der exakten Zuordnung, welches Packstück dann wirklich auf welchem Ladungsträger gelandet ist, die wird dann zurückgemeldet ans TM und das im TM kann dann der Frachtauftrag als Beleg für die Transportüberwachung und für die Frachtabrechnung genutzt werden in diesem Szenario. Also man hat dann trotzdem noch einen Benefit, obwohl man jetzt keine Disposition mit dem TM macht.
Man hat trotzdem noch den Benefit, dass man dann die Transportüberwachung mit Events vom Lager und vom Dienstleister und einer späteren Frachtkostenberechnung und Abrechnung dann zentral in einem Frachtbeleg im TM hat. Dann haben wir noch die, zu guter Letzt, die Transportplanung vor den Lageraktivitäten. Dort kann die Dispositionshoheit sowohl im TM als auch im EWM liegen. Das hängt davon ab, ob die Handling-Units, also die Packstückinformationen, schon vor der Beauftragung beim Spediteur im TM gebraucht werden. Also braucht man wirklich schon die Ist-Daten, um den Spediteur zu beauftragen. Wenn man es nicht braucht, ist es üblicherweise so, dass ein Ladeplan auf Basis von Materialgewichten oder Volumen ohne Packmittel erstellt wird. Also da wird dann geschaut, wie gut Ihre Materialstammdaten sind und wie adäquat man damit dann die Ladungsträger wie ein LKW damit auslasten kann. Alternativ bietet das TM aber auch, wie man rechts im Bild hier erkennen kann, den Package Builder als Option, wo man dann schon den Plan Handling Units erstellen kann mit bestimmten Packregeln, wo dann Packstücke schon verpackt werden können und auch eine Stauraumoptimierung mit einem Ladeplan erstellt werden kann. Das ist aber auch wieder sehr, sehr kundenindividuell bei Ihnen abhängig, mit was für Stapelfaktoren Sie arbeiten, ob bei Ihnen Mischpaletten im Einsatz sind, also ob Sie Paletten mit unterschiedlichen Artikeln erstellen, wie die gestapelt werden können und wie nah die an der Realität wirklich dran sind. Also ich sage mal, wenn Sie einen umfangreichen Ladeplan machen mit diesem Package-Builder und Plan-HUs erstellen und da Ihrem EWM dann einen Ladeplan zur Verfügung stellen, wo Sie ja optimistisch etwas geplant haben und im Lager wird es dann tatsächlich ganz anders geplant, wie sich dieser Package-Builder im TM sich gedacht hat, dann haben Sie im EWM auch wieder keinen Vorteil dadurch. Also es ist wirklich sehr, sehr abhängig, wie frühzeitig Sie schon wissen, wie Sie verpacken und wie komplex Sie verpacken, wenn man diese Funktion nutzen möchte. Aber wie schon gesagt, ist es dann hier individuell zu betrachten, wo dann die Dispositionshoheit liegt, also welches der beiden Systeme dann entscheidet und diesen Ladeplan dann vorgibt. Genau, das sind die Punkte gewesen, die wir für die Einflussfaktoren hätten. Jetzt kann man nochmal einen kleinen Schwung rübergehen, wie es denn jetzt weitergeht mit der TM-EWM-Integration von der SAP. Da hatte ich jetzt mal einen aktuellen Screenshot mitgebracht von dem Roadmap Explorer und habe mal danach gefiltert, was so die nächsten Quartale und die nächsten Releases vorgesehen ist. Und die rot markierten Punkte sind die Punkte, die alle mit einer TM-EWM-Integration, sei es die alte Variante oder die neue Variante, zu tun haben. Da sieht man vielleicht auch, habe ich jetzt schon meinen Laserpointer, dass in 2023 erst angedacht ist, dass das neue Szenario, also der Wegfall der Transporteinheit direkt über den erweiterten Warenannahme- und Versandprozess, auf Englisch Advanced Shipping and Receiving, dass das Ganze für ein Side-by-Side-Szenario, also wenn ein TM oder ein EWM nicht auf demselben System installiert ist, dass das Ganze erst für 2023 angedacht ist. Und auch sonst gibt es hier immer wieder neue Features, die implementiert werden sollen, auf die ich jetzt nicht alle eingehen will. Deswegen ist es auch noch komplizierter macht zu sagen, was ist denn jetzt aktuell der Stand, was kommt noch und wenn ich jetzt heute anfangen will mit einer TM-EWM-Integration, welchen Funktionsstand habe ich und welche der beiden Formen kann ich dann eigentlich nutzen? Also man muss dann wirklich von Release zu Release schauen, wie sich das Ganze jetzt auch weiterentwickelt und wann das für meine Einflussfaktoren, die ich identifiziert habe, das können die sein, die ich gerade eben vorgestellt habe, wie das dann für meine Einflussfaktoren passt, wann ich welche der beiden Integrationsformen dann auch wirklich einsetzen kann. Genau, hier sieht man nämlich auch, dass die SAP Transportplanungsarten definiert hat, die das Ganze darstellen sollen. Die oberen drei von B, C und D, die sind für die alte Integrationsform mit dem Objekt EWM Transporteinheiten gedacht. Also wenn eine obligatorische Planung in EWM, TM stattfindet oder ob das Ganze dann nur, wie man den Punkt D sehen kann, noch für die Faktorierung ans TM gegeben wird bei dieser ausführungsgesteuerten Planung. Und die unteren beiden sind dann die neuen Transportplanungsarten, die dann bei der Erstellung des Auslieferungsauftrags in EWM
dort reingeschrieben werden. Die sind dann für das neue Integrationsobjekt TM-Frachtbeleg, also den Frachtauftrag, vorgesehen. Genau, und da sieht man, dass dort die obligatorische Planung im TM erfolgt. Und Freigabe heißt dann in dem Fall, wann, welches System die Freigabe für die Transportplanung bekommt. Beispielsweise dann für bei der Transportplanungsart E, Freigabe in TM, wird es die Freigabe nach den Lageraktivitäten für die Transportplanung in TM geben. Und bei der Transportplanungsart F ist es so zu verstehen, dass die Freigabe in EWM die Freigabe für die Lageraktivitäten ist, wenn vorher eine Transportplanung in TM schon erfolgt ist. Und da erkennt man auch, dass für die alte Integrationsform noch 3 Objekte vorgesehen waren, Transportplanungsarten, und für die neue erst 2, was mich dann auch zur Überleitung bringt, wie man jetzt zu seiner Entscheidung kommt, welche Integrationsform für mein Szenario jetzt das Passende ist. Da erkennt man, dass bei der Integration über den erweiterten Warenannahme- und Versandprozess dann hier unten die Transportplanungsart dann fehlt, die ich eben gesehen, die wir eben gezeigt haben, und die erst für 2022 auch angekündigt ist. Genau. Ansonsten erkennt man allgemein über diese ganze Tabelle verteilt, dass wir hier die 3 Zeitpunkte hatten, die ich vorgestellt habe, dass man hier oben die beiden Integrationsformen hat, unterteilt nochmal, ob es sich um ein Embedded- oder Side-by-Side-Szenario handelt. Bei den EWM-Transporteinheiten muss nicht unterschieden werden zwischen Embedded und Side-by-Side, weil so oder so die XML-Nachrichten ausgetauscht werden. Dort ist dann für Ihre Prozesse, wenn Transportplanung vor Lageraktivitäten stattfindet, das Ganze möglich, auch mit einer auftragsbasierten Integration in der Regel, also dass zunächst die Kundenaufträge ins TM integriert werden. Es ist noch nicht möglich, dass die Transportplanung nach Lageraktivitäten stattfindet, weil die tatsächlichen Packstückinformationen nicht frühzeitig aus dem EWM ins TM übertragen werden, sondern aktuell im Standard erst nach dem Warenausgang und zukünftig, da ist jetzt auch ein neues Feature angekündigt, erst zu Verladebeginn. Also man bekommt für eine Transportplanung nicht rechtzeitig die tatsächlichen Packstückinformationen in dieser Integrationsform und kann die Transportplanung deswegen auch noch nicht im TM frühzeitig durchführen. Dahingehend geht aber die ausführungsgesteuerte Planung mit der alten Variante. Das ist damit durchaus noch möglich. Und hier habe ich das Ganze noch unterteilt in Embedded und Side-by-Side über die neue Form. Beim Side-by-Side hatten wir eben in der Roadmap schon gesehen, dass das Ganze erst für 2022 angekündigt ist, dass es überhaupt, egal welchen Prozess Sie verfolgen, funktioniert. Und wie eben schon gesagt, die ausführungsgesteuerte Planung funktioniert erst 2022 oder ist für 2022 in dieser Form angekündigt. Genau, also grundsätzlich kann man nicht universell sagen, welche Integrationsform für wen geeignet ist. Man muss sich das genau anschauen, welche Prozesse man dafür einsetzen will für die Integration und wie seine Einflussfaktoren, sei es die Bereitstellungsvariante ist oder auch die weiteren, die ich schon in dieser Grafik von vorhin gezeigt hatte. Genau, aber trotzdem kann man ja die Frage stellen, welche Form empfehlen wir denn nun bei der TM-EWM-Integration? Ja, es ist, glaube ich, ersichtlich geworden im Laufe des Vortrags, dass wir grundsätzlich ja den erweiterten Warenannahme- und Versandprozess empfehlen würden, weil sich grundsätzlich dann die Potenziale gemeinsamer Tabellen im S/4HANA, wenn man embedded unterwegs ist, entfalten. Das müssen dann wirklich keine Web-Services mehr genutzt werden, die fehleranfällig sind und die Monitoring, wo es ein Monitoring für bedarf und die auch nicht so einfach erweitert werden können. Ja, dann hat man auch den Frachtauftrag wirklich als das zentrale Integrationsobjekt, weil man dieses Objekt auch als zentrales Ausführungsobjekt in TM für Transportausführung und Beauftragung und Abrechnung und Billrechnung und was es für Funktionen im TM alles gibt, benutzt, dann hat man das Objekt auch direkt als zentrales Ausführungsobjekt, wodurch der ganze Belegfluss dann auch schlanker wird und man nicht diesen doppelten Overhead mit dem Transporteinheit hätte. Ja, und auch grundsätzlich haben die Erfahrungen dann auch aus der Praxis gezeigt, dass die alte XML-Struktur deutlich fehleranfälliger ist. Genau, und der letzte Punkt, wo ich auch eben nochmal zu kam, die Transportplanung ist mit tatsächlichen Packstückinformationen auch aus dem EWM möglich, was ein ganz, ganz
großes Benefit ist, dass dann frühzeitig HU-Informationen zurückkommen und dann die im TM-Frachtauftrag nach den Lageraktivitäten nicht mehr nur der Frachtauftrag als Frachtbeleg verwendet werden kann, also als Beleg für, wie schon angesprochen, Monitoring, Event-Tracking und Transportkosten B und Abrechnung, sondern auch als vollumfänglicher Frachtbeleg. Genau. Dann würde ich mich bedanken für Ihre Zeit, dass Sie sich die genommen haben für diesen Vortrag. Wir würden gleich noch auf ein paar Fragen kommen. Hier wäre mein persönlicher Kontakt noch, wenn Sie nachträglich Fragen zu dem Thema hätten. Da können Sie sich auch gerne nach der Fragerunde, die wir jetzt noch einschieben werden, persönlich noch Kontakt zu mir aufnehmen. Und ansonsten, wie wir bereits gesagt haben, gibt es jetzt noch eine Fragerunde, wo wir von Ihnen nochmal die Chance haben, die Fragen zu beantworten, die Sie zu diesem doch sehr umfangreichen Thema bestimmt hätten. Ganz lieben Dank dir, Tobias, für den tollen Vortrag. Und Ihnen vielen Dank für die Bearbeitung der kleinen Umfrage, die wir noch reingestellt haben. Und dann komme ich auch gleich zur ersten Frage. Und zwar, können beide Integrationsformen parallel verwendet werden oder muss man sich für eine Form pro System entscheiden? Ja, genau. Also grundsätzlich, sofern diese systemseitigen Faktoren, die ich auch schon vorgestellt habe, sofern die erfüllt sind, also dass die Systeme aktuell noch embedded laufen, dass eine Advanced-Lizenz im Einsatz ist und dass mindestens das neue Release oder das neuere Release 2020 genutzt wird, können grundsätzlich beide Integrationsformen genutzt werden auf einem System. Aber man muss dabei beachten, dass pro Versandstelle oder Ladestelle im TM, also eine Lokation, die eine Quelle- oder Ziellokation darstellt, nur eine Verknüpfung zu einem der beiden Formen hergestellt werden kann. Also man kann die Lokation dann entweder nur für die alte Integrationsform oder für die neue Integrationsform freischalten. Danke dir. Machen wir direkt weiter. Wie sehen Sie das TM bei einer Sendungsstruktur mit einem sehr hohen CAP-Anteil, größer 70%? Das ist ja eine Frage, die grundsätzlich, glaube ich, aufs TM abzielt, unabhängig von der TM-EWM-Integration. Also ja, grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, dass TM einige Funktionsbereiche bietet, die auch für CAP-Sendungen genutzt werden kann. Sei es das Auftragsmanagement, wo man Vorgängerbelege aus einem S4-Core oder aus einem ECC integriert, wie Kundenaufträge bei einem CAP-Auftrag sehr wahrscheinlich. Transportplanung kann man natürlich dann auch nutzen, also dass man dann die Packstücke den Ladungsträgern zuordnet, frühzeitig. Man kann das für die Transportbeauftragung nutzen oder auch für die Transportdurchführung, wenn man Events von seinem Transportdienstleister zurückgemeldet bekommen will und die dann in einen zentralen Frachtbeleg einsehen möchte. Also das sind ja alles die Funktionen, die man grundsätzlich im TM nutzen kann, die auch für CAP Sinn machen. Ob man dann jetzt einzelne Funktionsbereiche so stark ausprägt, wie ich es vielleicht eben vorgestellt habe, mit einer Stauraumoptimierung oder einer Tourenplanung bei CAP-Prozessen, kann jetzt nicht gesagt werden, wahrscheinlich nicht so stark, weil das Ihr CAP-Dienstleister dann ja übernimmt, was eine Tourenplanung angeht oder was eine Stauraumoptimierung angeht. Solche Funktionen würden Sie dann vielleicht nicht so stark ausprägen, aber grundsätzlich sehe ich da kein Problem, auch für einen hohen CAP-Anteil TM im Einsatz zu haben. Danke für die ausführliche Antwort. Dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Und zwar, funktioniert die neue Integrationsform auch bei einem externen EWM? Genau, mit externen wird dann wohl das Side-by-Side gemeint. Das ist eine gute Frage, weil da ist mir auch eben noch ein Fehler aufgefallen in der Präsentation. Und zwar hatte ich einmal auf der Roadmap gezeigt, dass das Ganze für 2023 angekündigt wird. Und in meiner Tabelle, wo wir die Entscheidungshilfen hatten, stand das Side-by-Side-Szenario für das neue, für den neuen erweiterten Warenannahme- und Versandprozess für diese Integrationsform auf 2022. Das würden wir im Nachgang dann noch anpassen, aber die richtige Antwort ist Stand jetzt, so wie die SAP es angekündigt hat, dass das ab 2023 auch für ein externes EWM möglich ist. Alles klar. Wir machen direkt weiter. Und zwar, wie wird der Frachtauftrag später bei einem dezentralen S4-EWM abgebildet? Genau, das kann man verbinden zu der Frage eben ja auch schon nehmen. Das hängt davon ab, wie die SAP das ab 2023 vorsieht. Wenn man dann bei diesem dezentralen S4-EWM die neue Integrationsform nutzen möchte, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, wie dann der Frachtauftrag genau genutzt wird, ob es genauso bleibt wie jetzt im Embedded-Szenario. Oder Sie können dann später ja auch trotzdem noch die alte Integrationsform über die Transporteinheiten einsetzen. Dann würde nämlich der Frachtauftrag repliziert werden in eine
Transporteinheit. Dankeschön. So, wir haben noch mehr Fragen tatsächlich. Die nächste ist, welche Integrationsmöglichkeit gibt es aktuell fürs TM? Kann es im selben System wie ein Side-by-Side-EWM laufen? Gilt das dann als Embedded? Ja, dann würden, es würde dann nur funktionieren, wenn das TM auch ein S4HANA-TM ist. Weil nur dafür ist das neue Release freigeschaltet, wo man die neue Integrationsform verwenden kann. Wenn Sie dann das alte Side-by-Side-TM dann nutzen würden, dafür gibt es nämlich keine aktuelle Roadmap mehr, also es werden keine neuen Releases veröffentlicht. Deswegen müsste das TM zwingend dann ein S4HANA-TM sein. Alles klar. Wir kommen dann jetzt auch gleich schon zu unserer letzten Frage. Dazu noch die Info, sollten Sie noch mehr Fragen haben oder sonstiges Interesse, können Sie sich natürlich gerne nochmal an unseren Referenten wenden. Daher kommt gleich in den Chat nochmal die E-Mail-Adresse von ihm und vorweg die Frage, warum nicht ein TMS als Add-on statt unbedingt im SAP mit TM-EWM-Integration? Als Add-on, da müssen Sie vielleicht die Frage nochmal ein bisschen genauer im Nachgang stellen. Als Add-on würde ich es jetzt verstehen, dass Sie das auch wieder dezentral nutzen wollen. Da müssen wir vielleicht im Nachgang noch einmal genauer die Frage aufführen. Da kann ich jetzt gerade keine Antwort zu geben. Alles klar. Vielen Dank dir nochmal, Tobias, für den schönen Vortrag und für das Beantworten der Fragen. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Falls Ihnen unser Webinar gefallen hat, schauen Sie auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder bei unseren Live-Experten-Webinaren. Infos dazu finden Sie auf www.abad.de, bei Xing und LinkedIn. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch riesig, wenn wir Sie nächstes Jahr auf der LogiMAT 2022 in Halle 8 an Stand 65B begrüßen zu dürfen. Und damit wünschen wir Ihnen noch schöne Festtage. Auf Wiedersehen.